Cent spendet 10 Euro. Anführungszeichen, Anführungszeichen. Jan van Zielen spendet 5 Euro. Raute, raute. Ja, einen wunderschönen Mittwochabend euch zusammen. Ja, wir sind 12 Minuten zu früh, weil Tippy Stream meinte, okay, da sind ganz viele Abonnenten, die er noch abspielen will. Und da ich die jetzt nicht alle im Stream abspielen wollte, habe ich das jetzt einfach mal schon vorher gemacht. Eigentlich haben die alle schon längst abonniert gehabt, ja, aber irgendwie waren die in der Liste wieder drin, auch wartend. Und ich konnte die auch irgendwie nicht abbrechen, warum auch immer. Und was mir auch ein bisschen komisch vorkam, dass der Counter auch ein bisschen, ja, hin und her geswitcht ist. Habe ich so auch noch nicht gesehen, dass er das macht, was er selbst will. Ja, aber wir sind live mit SSO. Ich weiß noch gar nicht, wenn ich ehrlich bin, was ich heute so überhaupt so mache, ja, weil, ja, ich habe da noch keinen Plan. Also, ich weiß, neues Update. Heute ist ja wieder Mittwoch, ne? Da der Server aber nicht leckt, also zumindest nur sehr wenig leckt, denke ich mal, wird in dem Update jetzt nicht so wirklich viel drin sein. Obwohl ich schon gehört habe, man soll da irgendjemanden befreien können oder so, irgendeine andere oder so. Das habe ich schon mal bei Sepp gesehen, glaube ich.
aber ich gucke einfach gleich mal, was wir heute so machen. Meine Cam ist außer Betrieb. Ja, ich müsste jetzt komplett nochmal den Rechner neu starten, um die Cam in Betrieb zu bekommen. Deswegen seht ihr mich heute leider nicht, obwohl eine Marlene würde jetzt schreiben, die sich derzeit Olli Stink nennt, würde jetzt wahrscheinlich schreiben, okay, juhu, ich muss sie nicht sehen. Aber naja, es ist Olenü, hi. Genau, du bist der Erste. Und Mila, hi. Schön, dass du reinschaust. Und natürlich auch Löni, schön, dass du reinschaust. Ich glaube, wenn das jetzt schon so anfängt, komme ich nächstes Mal eine Stunde früher. Gerne. Mach das doch. 10? Was meinst du mit 10? Du hast 10 geschrieben. Was meinst du mit 10? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Was könnte sie mit 10 meinen? Als Zuschauer schon mal nicht. Weil da sind nur 5. So, haben wir denn jemanden? Ander von den Zollweit. Ach so. Ja gut, dann kannst du schon mal mit online kommen. Dann kannst du mich da gleich erstmal unterstützen. So, ich guck mal Twitch. Ein Zuschauer und da ist es ruhig wie immer. Und Lutz. Ja. Auch ruhig wie immer. So, aber was auch noch anders ist als sonst, wir sind heute mal endlich mal wieder über Discord live. Also ich bin jetzt bei Discord und in TeamSpeak, also beide. Da, wo sie erst welche drin sind, da rede ich dann halt. Ja, TeamSpeak, eindeutig TeamSpeak, na. Du warst ja vorher schon da. Und obwohl... TeamSpeak! Obwohl... Obwohl man natürlich sagen muss, Löni, sie hat, glaube ich, beides. Sie hat Discord und TeamSpeak. Also von daher, heute funktioniert TeamSpeak auch wieder. Gestern hat sie ein bisschen rumgeleckt. Ich glaube, das war gestern, wo es Probleme gemacht hat. Gestern oder vorgestern? Vorgestern war das. Da hat sich Tanja wie ein Alien angehört. Löni hat sich wie ein Alien angehört. Uli, also da ging es gar nicht. Auch Serverneustart hat gestern nichts gebracht bei... Vorgestern nichts gebracht bei TeamSpeak. Und ja... Mal gucken. So, ich mache jetzt erstmal Folgendes. Ich werde jetzt erstmal in meinen Stall gehen, weil dieses Pferdchen hier, was ihr hier seht, ja. Was habe ich denn für ein... Ach du Scheiße. Also der Server ist ein bisschen wackelig heute. Sie sind immer wackelig. So, ja, nee, aber so wie es heute aussieht... Warum gehst du wieder? Was, sie ging gar nicht. User was ich, da, ich wollte es sehen! Ich wollte es sehen! Ja! Hallo! Du klingst heute nicht wie ein Alien, ist das nicht schön? Ja! Wir klingen heute richtig gut, oder? Ja! Die Quest hast du schon gemacht, okay. So, Lynn hat schon die Quest gemacht. Also was ich noch sagen wollte. Mein Pferd hier ist ausgelevelt. Ich war ja fleißig. Ja, das heißt, ich tausche jetzt dieses Pferd aus und nehme irgendein anderes Pferd, was ich jetzt auslevel. Oha, Olli war fleißig. Ja, ich habe das mal geschafft, ne? Das klingt ja schon so, als ob du schon wieder mobben willst, als ob ich nie mich um meine Pferde kümmere. Und diese Level. Ich bin viel schlechter in SSO. Ja, okay, du spielst ja auch nicht SSO. Ja, aber ich war seit 3 Monaten oder so nicht mehr in SSO, habe ich nur um meine Pferde gekümmert. Ich habe gar keinen Platz mehr, wo ich dieses Pferd jetzt abstellen kann. Alles voll. Und ich will es nicht auf die Koppel bringen. Ist hier hinten noch was fallen? Da hinten ist auch alles voll. Obwohl, ich nehme jetzt eh ein Pferd raus. Welches Pferd nehme ich denn jetzt? Hier habe ich die ganzen Urpferde. Was haben wir denn hier hinten noch? Du nimmst deinen Haflinger. Da, ich habe noch eine leere Koppel gefunden. Ich habe einen leeren Platz für eine leere Koppel. Ich habe ganz schön viele Pferde, muss ich sagen. Ja, also mein Stall ist voll. Ne? Genau. So, alles, was ich jetzt hier drin habe, hole ich mir jetzt erstmal in mein Inventar. Ach du Scheiße. Das zum Thema. Server 4, ne? Das Typische, wenn man was aus seinem Inventar reinmacht oder rausmacht, dann hängt sich erstmal der Server auf. Ja. Ich bin kurz auf K. Okay, du wirst es schaffen, ich glaube ganz fest an. Ja. Danke, Olli, aber ich bin 20 Jahre alt, ich kann mich alleine anziehen. Ach, du wirst dich anziehen?
Ja, wenn der Lieferdienst gleich kommt, will ich doch nicht mit nur einem T-Shirt stehen. Ach so, ja, okay, das ist das chillige Leben, ne? Also ich bin, wenn ich jetzt ehrlich bin, ja, wenn ich jetzt zu Hause bin und nichts zu tun habe, ich hasse es, in Jeanshosen rumzulaufen. Ja, ich brauche dann auch erstmal eine kurze Hose oder so, die irgendwie bequemer ist. Ja, eine kurze Hose geht ja, aber keine Hose ist was anderes. Da hast du auch wieder recht. Ich weiß, warum mein Pferd immer so lahmarschig war. Ich hatte ja hier, das Einzige, was jetzt gut war, waren die Hufeisen. Ich habe einen Sattel drauf, der nix kann. Ich habe eine Decke drauf, die nix hat, ja. Das ist doch kein Wunder, warum mein Pferd so hässlich lahmarschig ist. So, das hat nix. Ja gut, was erklärt es eigentlich? Alles nix. Ja, nee, ich hab wirklich... Das Einzige, was jetzt hier in Ordnung war, war das Saumzeug, ja? Und die Hufeisen. Das ist das, was so geht, ja? Aber alles andere ist überhaupt nicht mal annähernd gut. Welches Pferd level ich denn jetzt eigentlich? Scheiße, ich hab mich verklickt. Ich hab gerade alle Fenster geschlossen. Ich muss die nochmal neu... Daniel, hi! Schön, dass du reinschaust. Und... Ja, was nehme ich denn jetzt? Was, Lene, du darfst ja heute entscheiden. Welches Pferd soll ich nehmen? Soll ich heute nehmen Violet Shadow? Ja, ein violettes Pferdchen. Oder diese goldene Variante, Orange Tornado. Das ist ja, das sind ja jetzt hier die typischen, die jetzt auch als Urpferde, die es jetzt hier gibt, ne? Dann haben wir noch ein Regenbogenpferd. Dann haben wir hier noch ein Summer Rain. Aber Summer Rain ist Level 9, okay, das könnte dann auch noch ein bisschen... Dann habe ich noch mein komisches Zebra. Das ist Level 6. Dann habe ich hier noch. Dann habe ich hier noch meinen Blue Walker. Da steht gar nichts, was, welches Level das hat. Dann haben wir hier noch Pferde. Pferde. Das ist schon ausgelevelt. Ich hab ein ausgeleveltes Pferd hier. Nein. Das ist Level 4. Snowpearl ist das Level 4. Das arme Pferdchen. Crazy Power, was Level bist du? Du bist auch ausgelevelt. Ey, ich habe drei Pferde, die ausgelevelt sind. HGW. So, was sagt Fire Ghost? Ist Level 3. Welches Level hast du? Level 15. Ich habe 4, die ausgelevelt sind. Selbst ein Anfangswert ist ausgelevelt. So, Nightreamer. Nightreamer. Ich nehme Nightreamer. Ich habe mich schon entschieden. Weil das ist Level 13. Das braucht nicht lange, bis ich es ausgelevelt habe. So. Hat dieses Pferd Hufeisen drauf? Ja, hat es. Aber irgendwelche, die nichts können. Also, weg damit. Ich muss dafür. So, die Hufeisen kommen weg. Das dauert jetzt wieder ein bisschen. Du, was? Du machst echt coole Streams. Vielen Dank. Meinst du das aber auch wahrscheinlich nur die SSO-Streams, oder? Minecraft-Streams sind doch auch lustig. Aber nicht mit mir. Dafür bin ich zu schlecht in Minecraft. Komm, Olli, sag das nicht, das kannst du üben. Ja, in 10 Jahren vielleicht mal. Das macht keinen Spaß, ein Pferd zu satteln. Oh, Franzi hat sich eingeloggt. Was ist jetzt eigentlich dran? Leon, also eine Leonie hat erzählt, dass jetzt mittlerweile sogar die Pferde, die man mal hat, ja, wenn man sich nicht um diese kümmert, dass sie dann irgendwann ganz böse aussehen sollen, also so nicht mehr reitbar sind. Stimmt da was an den Gerüchten? Bestimmt drei, nicht. Drei. Bei mir ist eine Spieldatei beschädigt. Oh, du hast dich wieder ausgelockt? Was? Mir ist eine Spieldatei beschädigt. Sehr tolle Neuigkeit. Ja, ich habe mich eingeloggt, ich habe das wunderschöne 20-Minuten-Update gemacht. Drücke auf Spiel starten, das Einzige, was mir noch ins Gesicht geballert bekommen ist, deine Spieldateien sind beschädigt. Hast du gut, das Spiel neu zu starten? Du hast es Ewigkeit nicht gespielt. Es gab damals mal einen Bug, wo man es neu installieren musste. Es ist schon Ewigkeiten her. Es kann sein, dass du schon so lange kein SSO mehr gespielt hast, dass du noch diesen Bug drauf hast. Ich hab dieses Jahr habe ich noch kein SSO gespielt. Ne, das war irgendwann letztes Jahr, glaube ich. Da, wo, glaube ich,
kurz nach Nebelfall, wo dann das mit Dandel rauskam. Irgendwann gab es da mal, glaube ich, Probleme. Ja, ich habe Nebelfall habe ich noch gemacht und danach hat es ja aufgehört. Ja, ich muss das Spiel neu installieren. Ja. Und ich brauche jetzt erstmal einen Sattel. Für mich ist halt, es ist irgendwie kein Spiel, was mich halt reizt zu spielen. Warum denn nicht? Wissen, das reizt mich einfach gar nicht. Aber du hast, dir hat's aber mal gefallen, das muss man ja noch dazu sagen. So, 3, 2. Ich brauche einen Sattel, der ist zumindest ein bisschen Stats hat, der hat hier was. Auch wenn mein Pferd jetzt gleich total hässlich aussieht, ist mir scheißegal. Also von der Ausrüstung her, Hauptsache ich habe irgendwas drauf. Anni, hi, wie geht's dir? Weißt du, wo ich einen trinke? Warum? Eine Flasche Apfelschorle. Ja. Zeitlupe. Ganz viel Spaß. Noch essen. Hinzu verfrachte. Was? Hast du gerade Essen gesagt? Habe ich da gerade Essen gehört? Ja. Ich gehe lieber mal, bevor Olli ausrastet. Na guten Wie? Hunger. Ach, du gehst jetzt essen? Ja, sie ja. Danke auch. Ach ja, guten Hunger. Komm aber wieder, bitte. Ich bin sonst alleine mit Franzi. Das geht nicht lange gut. Aha, danke. Fick dich, Nena. Seitdem sie leuchtet. Was wollte ich jetzt noch tun? Oh, was? Olli. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal. So. Donut. Eigentlich könnte ich die ganzen Null-Dinger-Stats eigentlich mal alle rausschmeißen. Wie Donut? Ich esse so. Ich glaube, ich gebe das auf. Das ist übrigens ein Grund, warum ich das nie mache, ja? Das ist der einzige Grund. Warum ich nie mein Inventar aufräume, weil das Ewigkeiten dauert. Ich räume sofort immer mein Inventar auf, dass es halt nicht so aussieht wie bei dir. Weil dann dauert es Ewigkeiten. Na, so schlimm sieht es ja bei mir gerade noch nicht mal aus, ne? Das Problem ist einfach nur, du packst etwas. Bei dir sieht es richtig schlimm aus. Guckst du etwa den Stream oder was? Ja. Ach, ich habe jetzt zwei Monitore, ich kann vieles machen. Ah, ja stimmt, da war was. Ich muss sagen, es ist mega, zwei Monitore zu haben. Ich kann, ich schaff jetzt mich vorhin, ich hab links meine Serie weitergeguckt und konnte rechts dann mein Video schneiden. So müsste ich immer früher dann alles auf einem Monitor machen. Wieso hat eigentlich SSO immer eingeführt, das Passwort zu speichern? Hacking-Gefahr und so vielleicht. Obwohl, das machen andere Anbieter auch, ne? Ich lasse es jetzt so mit dem Pferd. Ich weiß, das sieht jetzt nicht gerade besonders hübsch aus und das passt nicht mal an, denn zum Pferd. Ich weiß, es sieht total hässlich aus eigentlich, ja. Aber, ach nee, ich muss auch nochmal wegen meiner eigenen Kleidung gucken. Was habe ich denn hier so drauf? Das hat Stats. Ich muss ja auch was machen. Ich muss mich selbst noch einkleiden. Ich muss nochmal zurück. Kleidung. So, ich brauche auf jeden Fall eine Mütze. Die Mütze geht. Das heißt, ich brauche ein anderes Oberteil. So, was haben wir denn hier Schönes? Hat keine. Eigentlich könnte ich alles, was keine Stats hat. Normalerweise muss ich das alles wegschmeißen. Hier, das hat zumindest etwas Stats. Aber will ich jetzt irgendwas Rotes anziehen? Ich stehe eigentlich auf schwarze Klamotten. Ich muss mal gucken, ob ich was schwarz. Was sagen denn meine Schuhe? Die Geburtstagsschuhe, die ich anhabe, haben keine Stats. Also brauche ich erstmal Geburtstagsschuhe. Gartenstiefel, wie sehen die denn aus? Ist scheißegal, die haben Stats. Ich nehme jetzt erstmal die. So.
Ja, es wird noch ein bisschen, ich hätte das vielleicht vorher machen sollen, ja. Aber es geht gleich los. Übrigens, für die Leute, die es noch nicht wissen, wir sind auf Server 4. Ja, falls ihr Lust und Laune habt. Ich war vorher schon am überlegen, ob ich auf Server 10 wechsle oder so. Aber dann dachte ich mir, okay, ich teste es mit dem Server und es geht ja eigentlich so stark, leckt es ja nicht. So, jetzt kann ich weitermachen. Eine Hose brauche ich auch, eine andere. Die ist was, die hätte was. Ich mache mich total hässlich, ne? Ich glaube, ich muss jetzt demnächst mal komplett einmal auf Shopping-Tour gehen. Ich ziehe jetzt erstmal diese hier an. Warum nimmt er das nicht? Ich habe das darüber gemacht. Aber vielleicht ist das noch nicht so weit. Vielleicht braucht er wieder ein paar Sekunden. Wir warten mal kurz. Mein Passwort bei PayPal ändern, weil es eine Aktivität. So, wegen. Irgendwas mit Aktivität. Weiß gerade. Aha. Vielleicht, weil ich so viel in letzter Zeit über PayPal bezahlt habe. Ja, keine Ahnung. Also, ich hatte da noch nichts. So. Ah, es wird ja wieder Sommer, ne? Da können wir auch mal einen Tisch anziehen. Ich glaube, jeder, der mich jetzt hier gerade sieht, der denkt sich gerade, Olli, was tust du da gerade? Du verunstaltest dich sowas von, du siehst sowas von hässlich aus, aber das ist mir jetzt gerade egal. Ich will jetzt gleich die Rennen machen. User was moved out of your channel. Und um die Rennen zu machen, möchte ich ein sehr gutes Pferd haben. Also nicht ein sehr gutes Pferd, sondern halt einfach nur die Sachen halt, ne, die ich drauf habe. Sollen zumindest ein paar Stats haben. Beim nächsten Mal werde ich auch dafür sorgen, dass denn mein Pferd wirklich top Sachen hat. Ob es Sattel ist, ob es die Satteldecke ist, egal was es ist. Und das auch genau mit der Kleidung. Ich glaube, Handschuhe bräuchte ich dann noch. Und Hose. Genau, Hose. Okay, die hat jetzt nicht so wirklich Stats. Ja, die Hosen haben generell nicht so wirklich viel, oder? Doch die hier, die sieht nicht schlecht aus. Die Hose ist zwar hässlich. Ach du Scheiße. Also es sieht wirklich nicht gut aus, muss ich sagen, ne? So, ich glaube, jetzt brauche ich bloß noch Handschuhe. Und da müsste es, glaube ich, schon soweit sein. Und wir sind jetzt schon fast 30 Minuten live und ich habe noch nichts gemacht. Ne? Ist das nicht schlecht? Ich muss sagen, du hast aber sehr viele Kleidung. Ja, nee, das dauert immer Ewigkeiten. Wenn du dir irgendein Kleidungsstück ansetzt, ja, dann dauert das da eine Minute lang, bis es du kopiert hat. Du hast viel Kleidung. Ja. Das braucht lange. Ach so, du meinst das? Ja, das stimmt auch. Ich hab klar, vielleicht 10 Kleidungsstücke insgesamt, das war's. Du hast doch gefühlt 100. Zieh ich was Schuhe an? Oh, für Stiefel haben auch schon was, ne? Aber wenn ich jetzt hier ordentliche Schuhe finde. Ah, Schuhe haben nur Reiten und Springen. Stiefel haben dann noch ein bisschen Pflege mit bei. Ich guck mal ganz kurz, Handschuhe brauche ich glaube ich auch noch, genau, Handschuhe. Handschuhe habe ich irgendwie total wenig. Da sind welche, haben die Stats? Nein. Da sind nochmal welche, die haben Stats. Sehen zwar auch total hässlich aus, aber egal. Und jetzt habe ich eigentlich alles drauf, was ich drauf brauche. Das kann ich dann schon mal schließen. Los, übernimm es bitte. Das ist das letzte Teil, was ich anziehen möchte. Dann gehe ich schon hier raus. Mich jetzt Gaming, hi.
Schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Los, los, mach, mach, mach. Mach. So, das hat Stats, das hat Stats, das hat Stats, das hat Stats, das hat Stats. Gut, perfekt. So, ich sehe zwar total scheiße aus, aber ich verlasse jetzt den Stall. Obwohl, eigentlich geht das noch. Ja, was man noch sieht, ist, dass der Server ein bisschen überlastet ist. Erkennt man daran, wenn man reitet, dass es dann ein bisschen... So, jetzt gucke ich mal, den müsste ich ja jetzt theoretisch, weil ich jetzt viel besser bin, einen Rekord beim Rennen brechen. Da muss ich lang. Irgendwas stimmt nicht. Ist es wirklich der Server oder ist es mein Rechner, der heute ein bisschen streikt? Irgendwie läuft es mir nicht so flüssig, wie es sein muss. So, wie sieht's denn aus? Habe ich jetzt einen Rekord? Nein, meine Höchstleistung. Natürlich habe ich einen Rekord. Meine Zeit war 40, meine Höchstleistung war 41. Das heißt, ich war besser. Also müsste doch jetzt hier eigentlich stehen, herzlichen Glückwunsch, Olli, du bist cool, weil du hast eine neue Höchstleistung erzielt. Steht bloß nicht. Hi, danke, gut und euch. Bedanke mich auch für gestern beim Reinschauen. Ja, ich habe nebenbei zugehört, ne, weil ich habe da noch Uno geschnitten. Jetzt steht es hier, herzlichen Glückwunsch, dass eine neue Höchstleistung geschafft. Ich habe gestern noch Uno geschnitten und habe das auch dann schon soweit hochgeladen und das kommt dann halt morgen um, ich glaube morgen um 17 Uhr ist das hinterlegt. Da kommt eine Runde Uno. Ups, nein, ich will nichts. Das sind 14%, bin ich auch online. Dann hast du SSO installiert? Ja. Dann kommt danach aber noch, Nein, da kommt gar nichts mehr. Halt's Maul! Dann kommt danach noch die ganzen, ich hab vergessen, wie das heißt. Patches. Also eventuell, es kann natürlich sein, dass das da gleich automatisch mit reingepackt hat, ne? Ja, mein S ist schneller hier als das Spiel fertig installiert ist. Das wäre hart. Das wäre richtig hart. Ach ja, und übrigens, heute bin ich mal nicht bei Facebook live, also alle Leute, die es bei Facebook schauen wollen. Ach, ihr seht es jetzt gerade eh nicht, muss ich es euch nicht erzählen. Dass ihr auf YouTube kommen müsst, oder auf Twitch, oder auf YouKnow. Und bei YouKnow habe ich es immer noch nicht gelöst bekommen. Ich habe immer noch nicht den Chat auf dem PC. Ich könnte den Chat nur auf Handy aufmachen und der hängt dann immer zwischendurch ein bisschen. Deswegen kann ich leider noch nicht den Chat von YouKnow lesen, aber ich freue mich trotzdem, wenn ihr dabei. Ja. Auch ich bin wieder Klassikfolie oder? Ja, ist auch Klassikfolie, genau. Was? Zumindest steht es als online, aber ich weiß auch nicht mal, ob da überhaupt welche zuschauen. Deswegen musste ich vorhin extra Firefox starten, weil Google Chrome bei YouKnow meint, nein, wenn du jetzt auf Live gehen drückst, stürze ich ab. Ach ja, so. Streamst du über OBS? Okay, da ist gestern ein Update gewesen. Gab es ein Update? Wusste ich gar nicht. Wie sehe ich das, wo du online bist? Weil ich bin gerade auf deiner Seite. Ja, da müsstest du dann sofort den Stream sehen eigentlich. Den du, was du erstellt hast vor 6 Monaten. Schon so lange her? Ja. Kann ich auf Diskussionen gehen? Dann deine Fans. Dann welche Fans du hast.
Und das war's. Na, ich musste nochmal gucken. Irgendwas ist da auf jeden Fall nicht in Ordnung. Oh, ist das komisch. Irgendwas stimmt mit dem Spiel nicht. Mir wird richtig schwindelig, wenn ich jetzt hier... Ich mach das nochmal neu. Oh, ich habe ja genau eine Nachricht bekommen. Ich bekomme Benachrichtigungen über Juno, dann ist er doch alles cool. Das war ich habe dich doch abonniert. Och, wie süß. Du hast Juno? Ach ja, sonst wärst du gerade nicht drauf gewesen, ne? Ja, seit ein paar Tagen habe ich es irgendwo erstellt, aber das war's. Ich kann hier nicht richtig spielen, ne? Also die Qualität ist total schlecht. Ich fange nochmal von vorne an. Ich lag mich mal in und mal gucken, wie es bei mir aussieht. Ich glaube, ich muss den Server wechseln. Nein. Ja, du bist eh noch auf Server 8. Ich? Nein, ich bin auf 4. Bist du wieder zurückgewechselt? Ja. Nee, das Spiel ist total... Als ob das Viehspiel da reagiert, als ich ja was mache. Total zeitverzögert. Wenn ich jetzt hinkomme, kann ich dir sagen, wie es bei mir läuft, weil wenn es bei mir halt da auch so rückelt... Ich kann nicht richtig spielen. Das Spiel leckt. Mir wird richtig schwindelig, wenn ich auf den Bildschirm schaue. Ich beende das mal. Olli, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, dir auch, Daniel. So, jetzt danke. Muss ich mal schauen. Ich logge mich mal nochmal neu ein. Vielleicht hilft das ja auch schon. Ich halt mich, wenn mein Essen kommt. Wahrscheinlich voraussichtlich heute. Das Problem ist, ich habe halt wie immer halt alles, die Adresse angegeben, meinen Namen angegeben, dann die Telefonnummer, dass er halt anrufen müsse, bevor sie hier, also wenn sie hier sind, dass sie klingeln. Und halt meine E-Mail-Adresse, dass ich eine E-Mail kriege. Und ja, ich habe noch keine E-Mail gekriegt jetzt und ich habe auch keinen Anruf erhalten und auf der Webseite kann ich nicht mal mehr nachgucken, wann ich bestellt habe. Und mein SSO ist schon wieder abgekackt. Also ich habe das Spiel jetzt neu neu installiert und trotzdem zeigt es an, meine Spieldateien sind beschädigt. Dann hast du irgendwas kaputt gemacht. Wenn ich es nicht spiele, macht mir was kaputt. Okay. Muss ich auch noch nicht. Ich auch nicht, aber das ist die einzige logische Erklärung. Ja, ich lasse mal gerade C-Cleaner drüber laufen. Ob es irgendwas findet, probiert mich dann nochmal ins Log. Wenn es dann immer noch halt heißt, beschädigt, werde ich deinstallieren, weil halt an einem Ordner von SSO suche. Sollte halt bestehen, werde ich ihn auch löschen. Und halt nochmal probieren, installieren. Ja. Wenn es dann nicht funktioniert, kann SSO mich nur lecken. Eislecken gehen. Ich glaube, ich komme jetzt nicht mal mehr auf den Server rauf. Bam, bam, bam. Oh, das hält doch an SSO. Ich würde nämlich dann auch vielleicht daran denken, dass ich halt nicht in SSO online kommen kann. So, ich würde vorschlagen, wir wechseln den Server. Ja, das mache ich wohl. Ich wechsle jetzt auch mal den Server. Okay, funktioniert. Jetzt lockt er mich doch noch ein. Wie ist das denn jetzt? Ich wechsle jetzt mal den Server. So, löschen. Ist jetzt besser oder täuscht es? Wo ist denn eigentlich der SSO-Ordner hinterlegt? Ich glaube ganz normal unter Programme X, weiß ich was. Ich glaube, das ist ein ganz normales Spiel, was darunter... Ich glaube, das ist jetzt besser, oder? Ich teste es mal. Ich mache mal nochmal das eine Rennen. Weil ich hatte es noch nie, dass mir beim Rennen schwindelig wird. Ja, aus dem... das ist da schon... bisschen komisch.
So, ich teste bitte nochmal das Rennen, Sophia. Isabel, machst du mit? Los, komm, 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 Isabel, wir rocken das. Oh, Morland-Championat beginnt in 41 Minuten und 58 Sekunden, okay. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt besser ist. Ja, okay, das habe ich jetzt einfach mal verkackt. Passiert. Nee, aber irgendwie ist da immer noch irgendwas nicht in Ordnung, glaube ich. Aber es ist jetzt zumindest schon mal besser als vorhin. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr auch die Probleme habt. Zumindest wenn ihr SSO spielt, weil sonst habt ihr die Probleme wahrscheinlich nicht. Also ich habe jetzt SSO komplett deinstalliert und habe nochmal nach dem Ordner geguckt. Auch gefunden? Ja, habe den auch gelöscht, lasse ich so mit C-Cleaner. Superlaufen, dann installiere ich es neu. Wenn es dann nichts bringt, dann ja. Da habe ich keine Ahnung. Luciana Lines ist da, hi, wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. Und dann kannst du mir auch gleich mal als erstes die Info geben, leckt es bei dir auch. Falls du SSO spielst. So, ich reite jetzt nochmal kurz sofort hinter. Also die Standardrennen werde ich machen und dann werde ich, glaube ich, gleich auch schon so Richtung Update gehen. Oder ich mache das Update am Wochenende. Gibt es eigentlich irgendjemanden, der schon alle Spinnen hat? Weil ich habe jetzt gerade mal, ich glaube, ein bisschen über 20 von 100. Oh, New Hillcrest Championat, das habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Aber ich weiß jetzt auch gar nicht, wo es genau ist. Ich glaube, das schaffe ich niemals da rechtzeitig dahin zu kommen. Wo eigentlich müsste ich hier nur nach dem New Hill Quest, da würde ich es schon finden. Ah, das mache ich beim anderen Mal. Ich glaube, am Wochenende mache ich dann ein bisschen was. Wer kommt eigentlich alles aus Berlin? Weil nächste Woche ist ja ein Feiertag. Ein verdienter Feiertag. Frauentag. Aha. Offizieller Feiertag in Berlin. Seit diesem Jahr. Ja, ich glaube, nächste Woche hatte ich Besuch. Okay, du hast ja eigentlich generell mehr Feiertage als ich. Also ein bisschen mehr. So, Fort Pizza Strecke. Ich sehe gerade, es fehlt auch gar nicht mehr viel bis Level 19. Was denn? Wann hast du nochmal angefangen zu streamen? Vor 41 Minuten. Okay, danke. Geht ja noch. Hattest du da genau die Bestellung abgeschickt, oder? Ja, plus minus paar Minuten. Also es kommt bei mir immer drauf an, wo ich bestelle. Manche Lieferdienste brauchen da tatsächlich 1,5 Stunden. Und dann gibt's halt welche, die sind zu gewissen Uhrzeiten so schnell, dass die unter 20 Minuten da sind. Also hier der Lieferdienst, wo mir halt immer eigentlich Gyros hole. Bestellt mal und kann es dann innerhalb von 20 Minuten abholen gehen. Okay. Und der hier, okay, es hat eigentlich bis immer eine Stunde immer gedauert. Ich glaube bei dem so, über eine Stunde. Das Problem ist, dass ich halt einfach keine E-Mail gekriegt habe. Ich würde mal anrufen, ob die Bestellung angekommen ist. Eigentlich schon, laut Webseite, ja. Ja, okay, dann kann es auch sein, dass du vielleicht einen kleinen Tippfehler in der E-Mail-Adresse hattest oder so. Oder dass die Nachricht im Spam-Ordner gelandet ist. Habe ich ja schon nachgeguckt und nein, es war kein Tippfehler drin. Ich überprüfe immer alles doppelt und dreifach, dass wirklich alles richtig ist.
Naja, wenn es jetzt gleich kommt, dann gehe ich mal an. Und frag, ob die das überhaupt gekriegt haben. Das kannst du tun. Tanja schickt mir gerade einen Snapshot. Oh, ich war fast runtergefallen. Einmal auf dem Handy geschaut, das ist genauso wie bei ETS. Da ist dann das schon fast komplett weg. So, im Ziel. Und ich habe wieder die neueste. Oh, ich mache überall Höchstleistung heute. Ich bin so gut. Emu Joe, hey, hier ist Emily Candy Crush. Hi, heute gar nicht bei Twitch. Weil du warst zumindest immer noch die einzige Zuschauerin bei Twitch, ja, weil ich hab so keine Freunde. Und man sieht mich heute übrigens nicht, ja. Ich habe mich nämlich heute nicht geschminkt. So, Tanja snappt. Dann snapp ich mal zurück. Vielleicht ist das ja ein Ansporn. Online zu kommen. Online zu kommen. So, dann ist das auch erledigt. Normalerweise bekommst du immer eine Erinnerung, wenn ich live bin. So, Steve mache ich jetzt auch noch und Windmühle und Mali und so. Und dann werde ich mal so langsam mich, ich weiß nicht, mache ich das heute schon und mache die neuen Quests oder lasse ich das und mache also, das? Wenn du jetzt in ein neues Gebiet gehst, kann ich mich halt mit Cover gehen. Na, du bist Starwider. Du kommst da auch hin. Teilweise. Also da, wo ich hin will, da kommst du auch hin. Echt? Das Einzige, wo du nicht hinkommst, ist Dinotal und Epona. Epona. Okay. Ach ja. Oh, das war jetzt nicht gut. So. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt gerade den Umweg hier reite, aber naja. Warum nicht? Mein Pferd muss eh noch ein bisschen trainieren. Warte, hü. Ich sollte der Sache inzwischen ziemlich nahe. Ich. Was meint ihr? Soll ich mir Spirit kaufen oder nicht? Weil ich bekomme jetzt immer noch die Meldung, oh, Spirit ist in deiner Nähe und so weiter, kauf es dir. Ja, und wenn ich jetzt einfach mal so sage, okay, ich kaufe ihn, dann bekomme ich die komische Meldung nicht mehr und ich habe Spirit. Also ich habe Spirit geholt, aber eigentlich nur aus dem Grund, weil ich ihn halt schon als Kleinkind kenne. Also nicht der originale Spirit, wie ihr jetzt hier im Spiel ist, sondern halt der originale Spirit. Nicht diese scheiß Nachmache, du. Anu, hi! Schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir, Anuchen? Ich verniedliche heute alle. Ne, Emichen und Lucianachen. Cool. Lönichen ist auch sicherlich gleich wieder da. Wo ist denn eigentlich Fabichen heute? Fabi ist sonst immer dabei. Obwohl, ich habe sie vorhin in Fortnite gesehen. Ich vermute schon mal was. Ne? Kauf ihn dir, er ist toll. Okay, kaufen tut man ihn ja nicht offiziell, ne? Man kauft sich ja nur den Apfel, der total überteuert ist. Ich kaufe auch für 750 Euro einen Apfel im Nahen. Um damit ein Pferd zu füttern. Ja, ich bin da auch wirklich am überlegen. Ups, ich wollte doch eigentlich... Ich bin falsch. Muss wieder zurück. Ich wollte doch zu Steve. Ja, also... Ich glaube, ich hole ihn mir auch. Auch wenn ich ihn einfach nur rumstehen habe, ja? Ich kann ihn ja verschimmeln lassen auf der Weide oder so. Gut, und dir? Ja, auch. Danke der Nachfrage. Also, noch geht's mir gut. Ich habe diese Woche eine 6-Tage-Woche und heute kann ich auch nur aus dem Grund streamen, weil ich morgen Spätschicht habe. Und deswegen dachte ich mal, gehe ich heute live. Und deswegen wird der nächste Stream wahrscheinlich auch erst Samstagabend kommen und noch nicht am Freitag, weil ich halt Samstag wieder früh raus muss. Ich werde wahrscheinlich jetzt auch hier wieder eine Höchstleistung abbringen.
Ja, aber jetzt sieht's wieder gut aus. Jetzt leckt es nicht mehr so stark wie vorhin. Starstab in Neustadt hat eindeutig was gebracht. So, der Olli wird jetzt wieder einen neuen Highscore knacken. Und? Ha, ich bin so gut. Eigentlich nicht, aber naja. Er ist in einer halben Stunde wieder weg. Wie jetzt? Ach so, du meinst jetzt, weil er jetzt in meiner Gegend... Ja, aber den findet man ja immer irgendwo, ne? Das, jetzt ist er in der Nähe von Fort Pinter, nachher ist er in der Nähe von Moreland oder Südhof oder weiß ich was. Also finden tut man den ja immer. Weil ich glaube, ich habe auch gar nicht genug Starcoins. Was kostet der Apfel nochmal? Ich habe nur 580 Starcoins. Ich glaube, der kostet irgendwas über 700, oder? Franz, weißt du noch, was du dafür bezahlt hast? Was für... Für den Apfel, für Spirit, genau. Bestimmt 700, 800 wäre der Kost, keine Ahnung. Doch so viel, ja. Nee, dann ist da eh schon. Also dann muss ich da noch ein bisschen sparen. Weil ich wollte jetzt keine Starcoins mir kaufen, um... mir Spirit zu holen. Ja. Wisst ihr, es ist halt auch schon länger her. Aber offiziell ist ja Spirit ein Pony, oder? Das ist ja eigentlich auch nur so ein kleiner Mini-Huffy, oder? Ist Spirit ein Huffy? Ja. Ist ein Muster eigentlich. Ein Muster? Ja, ich glaube, da wird als Pferd gezählt. Okay. Weil sonst hätte ich gesagt, okay, wenn es ein Pony ist, Ponypreise liegen ja so bei 550 oder so, ne? Nein. Und was macht dein SSO? 47. Dann kannst du ja pünktlich nachher... Okay, ich mach mal neu. Ich hab ne Bestellbescheinigung gekriegt. Jetzt erst? Ja. Für unser Essen. Ja, jetzt. Bereiten die es jetzt erst zu? Das wäre hart. Ey, Bestellzeit beim 18.46 Uhr. Jetzt kriege ich die E-Mail. Am Arsch. War besser jetzt als gar nicht, ne? Diese mein Vorhaben passiert. Bei was steht das? Der kostet 699 Starcoins. Danke, Dini. Übrigens, wenn du dich entmutest, bist du automatisch wieder bei uns im Channel. Nur zur Info. Ich habe gerade eine E-Mail gekriegt, da steht drin, Ihre Bestellung wurde angenommen und wird jetzt an die Filiale übermittelt. Ja, oder? Das ist so ausgerechnet, dass du umso länger hier bei mir jetzt sein kannst, weißt du, Franzi? Ja, ich sollte mir Hennes klicken und er ruft jetzt dann gleich an. Das heißt, hier steht und hat das Essen oder es war wirklich... Oder sie haben echt jetzt wirklich die E-Mail gekriegt, was ich dann glaube. Weil letztens hab ich ja das abgeschickt, wie wir bestellt haben. Habe ich 5 Minuten später eine E-Mail gekriegt. Und dann, ich glaube, später habe ich dann nochmal eine E-Mail gekriegt. Wie lange es dauert ungefähr? Ich weiß es vergangen. Und Highscore. Ja. Oh, eine sehr lange Nachricht. Kann ich die lesen oder soll ich die vorlesen? Ich muss mal kurz gucken. Ich kann sie ruhig lesen. Meine Freundinnen streiten sich gerade auf WhatsApp, weil die eine der anderen nachgemacht hat bei den Haaren und sie gehen auch noch als das gleiche voll der Sickenkrieg. Aber so ist es damit. Du meinst es karnevalmäßig, oder? Geht ja morgen so richtig los, habe ich schon gehört. Mein Teamleiter fährt auch mit einem Arbeitskollegen heute noch nach Köln, weil die dort Karneval feiern wollen. Deswegen wird auch Uli gar nicht da sein, glaube ich. Ja, die ist doch so da auch sind. Richtig. Ja, mir geht's am Arsch vorbei. Nicht nur dir. Ich möchte bitte wieder Bild von SSO haben. Jetzt. So. Dann ist das Rennen auch fertig.
Ah, ich reite schon wieder den geilsten Weg. Ich hasse das Hasenrennen, ja. Das mache ich jetzt nur wegen Tanja und so. Weil Tanja immer sagt, ich soll das Hasenrennen. So, ich muss mal ganz kurz gucken, ich habe eine Nachricht bekommen. Oh, ich bin so dumm manchmal, Franzi, ne? Bist du doch immer. Ich will in Chat Tanja schreiben, ob sie ins DS kommt, ne? Als Beispiel jetzt. Ja. Was mache ich? Du hast doch in WhatsApp oben die Suchleiste, ne? Wo du Chat suchen kannst. Da schreibe ich rein, ja. Kommst TS. Und jetzt hat er mir alle Nachrichten mit TS rausgesucht. Oh Gott. Ja, das ist halt, weil man schon etwas älter ist. Sowas sagt man nicht. Was sagt man? Ach ja, okay, hast du auch recht. Also man sagt nicht das A-Wort. Habe ich auch nicht gesagt, ich habe das Sch-Wort gesagt. Mein Pferd, das ist so schön schnell. Bringt bloß nichts, weil ich trotzdem so doof bin, hier Häschen einzusammeln. So. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ey, das bleibt wirklich stehen, ist das doof. So, einmal wenden. Ja. Ups, das ist mir jetzt ausgebüxt. Bleib stehen. Ich hasse das Hasenrennen, habe ich das schon mal erzählt? Wie findest du das Hasenrennen, Franzi? Ja, ab und an kann man es machen. Ja, ab und an. Da sagst du was. Ich brauche noch drei. Ich habe noch 53 Sekunden Zeit. Das sollte was werden. So, zwei noch. Ein noch. Ah, so, und ab ins Ziel. Wartet da eigentlich irgendjemand im TS oder so? Nee, oder? Nicht, dass ich wüsste. Der Andi ist in der Eingangshalle und traut sich nicht in den Livestream-Channel. So, jetzt geht's weiter Richtung. Also, Olli, seit wann weißt du, wie man WhatsApp benutzt? Was soll denn das jetzt heißen? Du wirst auch schon langsam ein bisschen frech, oder? Du wirst dich hier schon fast so wie Marlene und so. Ich bin noch nicht so alt, ja? So, dann werde ich jetzt hier auch meinen Rekord brechen. Nein! Ich mach's nochmal neu. Ich will hier eine Bestzeit haben. Ich bin schon mal schneller als die eine da, das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Vielleicht wäre ich jetzt sogar schneller als Tanja und. Oh, ich habe sogar eine Goldturnier-Dingsterbumster bekommen.
Herzlichen Glückwunsch, das ist eine neue Höchstleistung. Ah, ich habe eine Goldtrophäe. Olli ist gar nicht alt. Alt ist für mich 77 bis 100. Was willst du mir jetzt damit sagen, Andi? Willst du mir jetzt sagen, ich bin 60? Haha, vorher hat mich noch nie jemand frech genannt. Ja, es kommt alles raus. Jetzt heißt es bangen und hoffen. Franzi ist online. Ein Spieldetail ist beschädigt. Franzi ist offline. Okay, dann tschüss, SSO. Dann fliegst du komplett von meinem PC runter. Also ich habe jetzt wirklich alles gemacht, was man machen kann, also... Auf welchem Laufwerk hast du es gespeichert? C oder D? Ich hab nur eins. Du hast nur eins? Nur C. Aber mir waren zwei. Ich hatte C und D. Ich hab nur eins. C ist ja die SSD, das SSD-Laufwerk gewesen und dann noch das HDD-Laufwerk. Da musst du noch... Hast du noch eine Festplatte ausgebaut? Nein, ich hab nur eins. Also bei mir war bei dem PC zwei drin. Ich hab nur C und dann danach hab ich nur noch Laufwerk E. Okay. Also dieses DVD-Laufwerk. Liege ich jetzt total falsch oder war das bei mir anders? Hast du vielleicht eine SSD oder so dran geklemmt? Gehabt? Und hast du es an deinem PC dran gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Anni also, schreibt, ich weiß ja, wie alt du bist. In Klammern ungefähr. Ne, wie alt bin ich denn? Ja, ich habe mal den Support an, aber ich glaube nicht, dass die mir viel Hilfe können. Technische Hilfe. Schreib am besten auf Schwedisch, weil die können alle kein Deutsch dort. Du bekommst dann nur irgendwelche Google Translator Texte zurück. Kann kein Schwedisch. Ja, dann schreib du auf Schwedisch. Nee, keine Ahnung. Kannst du auf Deutsch schreiben. Vielleicht beantwortet dir das ja jemand Deutsches. Ey, wenn man durch drückt bei Hilfe und dann, was kann ich tun, wenn mein Spiel abstürzt, ja? Weißt du, also gucken, dass die Grafikkarte auf dem neuesten Stand ist, dann alle Treiber aktualisieren. Ja, nee, ist klar. Anni schreibt gerade, SSO ist bei mir schon lange im Grab. Frage, Frage. Ups, ich wäre ja ganz woanders. Ist das ein Bug oder ein Fehler? Naja, ein Bug ist ja ein Fehler, ne? Ja, ich möchte ein Bug oder Fehler im Spiel haben. Na okay, Fehler ist vielleicht ein Fehler im Spiel und Bug ist halt, wenn du da irgendwelche Buglücken nutzen kannst. Total. Bei verbuggt könntest du es noch spielen, beim Fehler kannst du es nicht mehr spielen. Hallo, es ist Not. Es kommt ein Not. Und was wetten wir, dass da jetzt drin steht, unterstütze diesen Kanal mit einem kostenfreien Not von System. Und was wetten wir, dass das diese Nachricht ist? Ah, ich bin so gut. Ups. So, Anni, dann komm doch auch in SSO online. Müsste die eigentlich da Leute drin haben, die Deutsch kennen und Englisch? Ja, also ich denke mal schon, dass sie da vielleicht irgendwie. Es übersetzen ja das Spiel, guck mal, die Nachrichten und so weiter werden ja auch übersetzt auf Deutsch. Weißt du, die neuen News und so weiter, und das Spiel ist ja auch auf Deutsch, also es muss da auf jeden Fall auch deutsche Leute geben. Tanja hat geschrieben, ob sich das lohnt, okay, aber nicht mehr lange. Ja, sie muss auch nicht lange kommen. Mir reicht es schon, wenn sie bis um 20:30 da ist. Und ich werde auch darauf achten, dass sie pünktlich rausgeht.
weil heute und morgen habe ich Spätschicht. Das heißt, morgen könnten wir eventuell auch nochmal live gehen. Aber morgen könnte ich dann erst, obwohl es wird morgen zu spät. Wir könnten, wenn morgen erst ein Stream so um circa 21.30 Uhr machen. Ne, noch nicht mal. Wahrscheinlich erst um 22 Uhr. Vorher werde ich nicht zu Hause sein. So, ich habe dir jetzt mal eine Mail hier geschrieben und geschrieben, was ich alles schon versucht habe. Hast auch noch reingeschrieben, und ich bin Starwider, ich bin Lifetime, wenn ich mein Geld zurückhabe, wenn ich das Spiel nicht spielen kann. Und ich will von den letzten 6 Jahren möchte ich auch meine Starcoins zurückhaben, die ich hätte eigentlich bekommen. Tanja ist da. Buddy joined your channel. Guten Abend. Guten Abend. Du hier? Ich hier, ja, und nicht in Hollywood. Kannst du dir das vorstellen? Das ist doch schön. Ich habe schon vorgelesen, dass du kommst. Das scheint. Echt? Ich weiß. Ach, du schaust ins Dreh an. Ja, ich habe wieder haben will. Sieh die doch eigentlich, dass ich schon vor 2 Jahren gekauft habe oder so. Ja, das könnte ich glaube ich sehen. Nicht direkt. Als du geschrieben hast, ob du in den TS kommst, also ob ich in den TS komme, da habe ich gesehen, dass. Da fiel mir ein, dass du sagtest, dass du Mittwoch etwas länger bist, wegen Arbeitszeit. Ja, ja, richtig, genau. Und da dachte ich, guck mal, ob er streamt. Ja, na, ich habe ja extra noch vorhin schon so einen Snap geschickt, weißt du? Mhm, genau. Von SSO. Ja. Nee, SSO ist scheiße, sorry für die Wortwahl, aber ist so. Ach, jetzt sagst du das, ja, früher hast du es gesuchtet, wie verrückt. Wer? Anni. Ach. Ach. Sowas. Du wirst es nicht glauben, ja? Ich mache jetzt gerade mittlerweile bei jedem Rennen, egal welches Rennen das ist, ja? Es gibt noch kein einziges Rennen, wo ich noch keinen Highscore geknackt habe heute. Okay. Ich habe es mal geschafft, die Kleidung anzupassen. Ich hatte überall Kleidung drauf mit 0 Stats. Also gleich alles 0. Ich habe dich vorhin mal bei einem Rennen beobachtet. Das war bei Marley, der Springen. Ja. Und dachte, Junge, 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 der geht aber mal richtig ab jetzt. Ja, jetzt will das wissen. Jetzt klappt das ganz gut. Ne? Also wenn wir das nächste Mal zusammen die Rennen machen, dann wirst du sehen, wie ich abziehe. Ich habe vorhin angefangen mit dem Pferd mit Leveln, ne? Ja. Ich bin jetzt schon Level 13 mit dem Pferd. Ganz bestimmt. Ja, okay, das glaubst du mir nicht, ne? Nein. Nein, ich habe mit Level 13 angefangen und ich werde wahrscheinlich auch mit Level 13 aufhören. Mhm. Umso länger, umso höher das Level, umso länger dauert's. Ja, richtig. Und ich dachte jetzt, okay, das Pferd ist schon fast ausgelevelt. Und ich werde auch, glaube ich, die Sachen, die ich drauf habe auf dem Pferd und was ich jetzt auch trage, das sind jetzt gerade nicht die besten Sachen. Also vom Outfit her, dass es da gut aussieht. Ne? Ja. Aber ich trage es jetzt trotzdem einfach erstmal, dass ich das zumindest mal bei den Rennen etwas besser bin. Ne? Ich dachte, heute mache ich nur Rennen und am Wochenende, also Sonntag oder so, werde ich den Anne retten oder so. Was wirst du da? Anne retten. Ach, Anne retten, okay. Die ist doch hier da irgendwo gefangen und so und sie braucht unsere Hilfe. In dem neuen Update jetzt. Naja. Ja, ich bin nie Starwider, weder habe ich Starcoins, so ist es. Ja, okay, das ist wieder ein anderer Grund. Wenn du kein Starwider bist, dann ist es ein anderer Grund. Das hat ja dann nichts. Würdest du denn SSO spielen, wenn du Starwider wärst? Und Fabi hat ganz viele Nachrichten geschrieben und ich konnte sie nicht lesen, weil die schon wieder zu weit oben sind. Okay. Olli, hast du gerade ein ganz, ganz... Und hi Fabi, ja? Was denn? Hast du irgendwelche Veränderungen in deinem Gesicht oder warum ohne Facecam heute? Ich bin nicht geschminkt. Ah, du bist nicht geschminkt, okay. Nee, irgendwie hatte ich die Webcam rausgezogen, warum auch immer. Weil ich den PC mal versucht habe, etwas mal zu reinigen. Und dann habe ich OBS und so weiter gestartet, war schon soweit fertig, habe dann gesehen, scheiße, die Cam musste ich auch noch anschließen, dann müsste ich OBS nochmal neu starten und so weiter und so fort. Hatte ich keinen Bock drauf, weil die Einstellungen werden auch immer zurückgesetzt, weißt du, wenn ich jetzt die Cam wieder anschließe, dann sind meine Einstellungen von der Kamera wieder total dumm. Dann muss ich erst wieder ein bisschen ranzoomen und so weiter, dass auch wirklich das Bild so einigermaßen okay ist. Und das war mir jetzt alles ein bisschen zu viel Aufwand. Na denn?
Aber schön, dass es dir aufgefallen ist, dass man mich nicht sieht. Ja, doch, doch. Irgendwie ist das Bild unten so ganz, ganz klein, dass man es kaum sieht, eigentlich gar nicht. Ja, richtig. Das kann sehr gut möglich sein. Mhm. Oh, ich bin so schnell mit dem Pferd. Und ich kann jetzt sogar... Ich habe das jetzt richtig drauf, ne, übrigens. Ich kann jetzt richtig gut die Abkürzung reiten. Im hier... Weingarten. Okay. Ja, der Olli wird prüfen. Fabi hat schon wieder irgendwas geschrieben. Es ist Fabi schon für 600 Sekunden gesperrt. Fabi, nicht so schnell hintereinander schreiben. Fabi, aufpassen. Wenn du weiter groß schreibst, kann es passieren, dass der Nightbot dich bannt. Also komplett bannt. Ja. Dann sind es keine 600 Sekunden, dann ist es immer. Und dann muss ich dich in einer großen Liste, okay, so groß ist die gar nicht, Liste wieder raussuchen, um dich wieder zu entbannen. Was hat sie überhaupt geschrieben? Ich habe geschrieben, du bist noch live. Ja, ich bin noch live. Und du bist noch live, hättest du auch klein schreiben können. Weil sonst mag es der Bot nicht. Aber du kannst es ja mal austesten, wenn du nach 600 Sekunden wieder frei bist, also nach 10 Minuten. Kannst du ja mal testen, das nochmal zu schreiben. Mal sehen, was dann passiert. Ich kann dich auf jeden Fall wieder retten, glaube ich. Ah, ja. Und sonst zu Tanja, alles gut? Ja, doch. Und selbst? Ja, auch. Bin ein bisschen geschafft von der Arbeit. Es ist die Woche extrem stressig. Okay, der Wassereimer backt noch an der Hand von meiner Char und damit hat sie gerade das Pferd geputzt. Alles klar. Und sonst? Scheiße, jetzt habe ich nicht die Abkürzung genommen. Aber egal. Der Eimer backt an der Hand. Das sieht aus. Voll den Anzeigefehler. Oh wei. Ja, was wollte ich sagen, Tanja? Irgendwas wollte ich dir noch sagen. I don't know. Wie geht's Tanzverbot? Ich wusste, dass noch eine Anspielung kommt. Weiß ich nicht. Will ich das wissen? Nein, will ich nicht. Hat Uli sich tätowieren lassen? Nein, ich denke nicht. Oh Mann. Ja, für die, die es nicht wissen, Uli ist ein großer Fan von Tanzverbot geworden. Wahrscheinlich, weil er jetzt eine McDonalds-Karte hat. Nee, ist wirklich so. Er hat von McDonalds, ja, hat er jetzt eine Grillen-Karte bekommen. Er kann ein Jahr lang, jeden Tag bekommt er ein Mac-Menü beim Mac ist kostenfrei. Also er könnte jetzt jeden Tag dorthin gehen und ein Mac ist Menü sich holen. Hallo. 365 Tage. Hallo Franzi. Lang. Hallo. Übrigens, falls du gerade reinschauen solltest, Tanzverbot, ja, du warst ja damals auch schon mal da. Du kannst gern mal ein Like da lassen. Oder ein Menü. Oder ein Menü. Oder Werbung. Nein, Werbung nicht. Nee. Morgen sind wir übrigens um 17 Uhr live. Da ist Tanja mit bei, Franzi mit bei und ich. Und wir spielen eine Runde Uno und ich weiß jetzt schon, wer gewinnt. Weil ich hab's schon gesehen. Was? Wer? Ich? Wieso? Hä? Na, du bist wieder im Titel drin, ne? Ja. Gedruckt. Schon gesehen? Ja. Heute früh habe ich das gesehen. Ich dachte, hä, was geht ab? Okay. Aber wir dürfen ja noch nicht spoilern, ne, ob du gewinnst oder nicht. Wir können aber sagen, gewinnen wird sie. Aber ob das jetzt reicht für den kompletten Sieg? Oder ob es die Erfahrung ist. Eins von beiden. Das ist ja das, wo ich Tanja ein wenig gewinnen lasse. Nein, ich will nicht gewinnen gelassen werden. Ja, was ich dazu noch sagen wollte, ich habe mir das Ende nochmal angeschaut. Da dachte ich mir so, was habe ich da überhaupt gesagt? Da haue ich noch raus, lasst ein Like da, ein Abo oder ein Döner. Das habe ich gar nicht gecheckt, dass ich das gesagt habe. Ja, das war noch, ist doch Döner bestellt von mir. Ja, wo ich das gestern gehört habe, wo ich es zusammengeschnitten habe. Aber ich spoiler gerade schon zu viel. Wenn ihr das live sehen wollt, schaut morgen um 17 Uhr bei Uno rein. Geht auch nur, ich glaube, 25 Minuten. So, Kinder in Angst. Entschuldigung. Jetzt habe ich Lust auf Uno, Manu. Wir können ja am Wochenende mal live Uno spielen. Wir müssen es ja nicht mal aufnehmen, wir können es auch mal live machen. Ja. Und wir haben meistens immer einen Platz frei, Andi. Das heißt, du könntest mitmachen.
Ali, guck mal auf WhatsApp. Ich gucke auf WhatsApp. Du kannst ja deinen nächsten UNO-Stream, den kannst du ja sogar so nennen. Ob Olli diesmal seinen Döner kriegt? Upsi. Moment, Olli hat sich heute mal nicht geschminkt. Nee, ich weiß nicht schon warum. Na, warum denn? Bei meiner BF hing das ganze Zeug, also Striegel, Eimer, Heu und Hufkratzer nach dem Pflegen noch an der Hand. Ja, okay. Tanja wurde getoppt. Was wäre ich? Wieso, hä? Na, bei einer Freundin von Leni, da alles an der Hand. Striegel, Eimer, Heu und Hufkratzer. Ah, okay. Und hi, Laia Scheifos. Wie geht's dir? Und schön, dass du reinschaust. Und schön, dass du mich heute nicht sehen musst. Weil ich bin heute nicht geschminkt. Was gibt's denn jetzt noch für Rennen? Ich könnte mal nach unten gehen. Ich glaube, ich schick dir das auch gerade mal als Bild. Das sieht zum Schießen aus. Ups. Tanja? Ich schätze mal 20.30 Uhr ins Bett gehen, also für dich, ne? Ja, ja. Ist eine angemessene Zeit, ne? Ja, später darf es auf keinen Fall werden heute, Aldi, okay. Weil ich im Moment keine Uli habe. Du hast keine Uli? Nein, ich habe keine Uli, weil Uli ist jetzt Karneval feiern. Ach, ja, stimmt. Arbeitskollegen von mir sind auch weg. Mhm. Die sind heute nach der Arbeit im Zug eingestiegen Richtung Köln. Und kommen erst am Sonntag wieder. Uli hat dich doch immer geweckt, oder? Uli weckt mich jeden Morgen, jawohl. Welche Uhrzeit weckt sie sich? Um 5:30. 5:30, das ist die Zeit, wo ich immer mich fertig. Okay, sorry, Tanja. Genau, morgen und übermorgen habe ich Spätschicht. Alles kann ich dich anrufen. Um 5:30. Ja. Aha. Muss ich mich nur jetzt hören, dann rufe ich dich morgen an. Okay. Ja, mal gucken. Wo turnten ihr eigentlich jetzt gerade rum? Ich bin jetzt im Reitstall, also Reitarena. Reitarena. Anni schreibt gerade, dass sie UNO nur als Demo hat. Was kostet denn UNO bei dir? Weil bei uns kostet das, glaube ich, 5,99 oder so oder 10 Euro. Aber ich glaube, bei dir in der Schweiz kostet das dann gleich wieder 50 Franken oder so, oder? Ich wollte gerade sagen, zwischen 6 und 10 Euro liegt der Preis, je nachdem wo. Ja, du weißt ja, ne, Uli kommt ja, Uli sagt schon, Anni kommt ja aus der schönen Schweiz. Ja. So. Tanja, aber du hast eine Anni und eine Franzi. Ich habe eine Anni und Franzi. Ich weiß gar nicht, auf was das bezogen ist. Das weiß ich jetzt auch nicht. Und leider gut und euch? Ja, also mir geht's so, ja, also wenn ich nicht arbeiten bin, geht's mir gut. Weil die Woche ist wirklich sehr stressig. Aber nächste Woche wird's entspannter, aber nächste Woche ist doch ein Feiertag mit bei. Nur bei euch. Das muss ich noch dazu sagen, nur bei uns. Ach übrigens, Alina steht hier auch rum. Sleepy? Nein, eine andere, ne? Summer Tree. Ja, richtig. Nee, Sleepy Storm ist meine Tochter. Muss schauen, wie teuer UNO ist. Schau mal, wartet. Habt ihr das Bild da mal auf Discord geschickt? Also wo das ineinander hing. Schau ich mir nachher mal an. Darf ich das Bild im Stream zeigen? Dann würde ich das. Ja, selbstverständlich. Achso, du meinst jetzt das, was dir auf Discord geschickt wurde? Ja, du entscheidest für Leni? Nein, ich dachte, du meintest das Bild, was ich dir gerade auf WhatsApp geschickt habe. Ja, wer will alles ein Nacktfoto von Tanja sehen? Schreibt bitte in den Kommentaren ja und dann kommt es. Darf man das sagen? Du hast ein Bild von einem Eimer. Ach so. Die Hand ist im Eimer, im Eimer, im Eimer. Nicht? Okay. Die Hand ist im Eimer, das macht sogar wieder Sinn, ne? Ja. Meine Hand ist wirklich im Eimer. Ich könnte auch sagen, der Eimer ist mein Handschuh. Hast du noch eine Idee, warum Franzi nicht mehr in SSO reinkommt? Wie? Sie bekommt immer die schöne Meldung, eine Spieldatei ist beschädigt und dann soll sie es neu installieren. Dann installiert sie es neu, dann kommt die Meldung wieder.
Installierst du nur neu oder deinstallierst du auch erstmal das alte? Für mich nicht neu installieren, komplett deinstallieren und nochmal drauf schlagen. Mehrfach. Ich hab's erst deinstalliert. Dann habe ich es dann drauf installiert, dann ging's nicht. Dann habe ich es deinstalliert, hab C-Cleaner auch überlaufen lassen, dass er halt alte Dateien löscht. Ich habe geguckt, dass alle Treiber aktuell sind und es funktioniert immer noch nicht. Und mehr, das wäre meine nächste Frage mit den Treibern. Ja, mehr kann ich halt auch nicht machen, um zu gucken, dass alle Treiber aktuell sind. Sind wir alle aktuell? Die Grafikkarte habe ich etwa 3 Tage geupdatet. Bekam auch keine Benachrichtigung, dass er noch ein Update hat. Und Ziglin hat alle Dateien gelöscht, also alle alte Dateien. Und mehr kann ich auch nicht machen. Nee. Ich habe jetzt den Support angeschrieben, was die halt meine. Ich habe halt alles reingeschrieben, was ich schon gemacht habe. Sollte die halt nicht wissen, wie man es halt hier kriegt, ist es egal, dann spiele ich halt gar nicht auf SSO mehr. Naja, trotzdem, also ich denke mal, du warst schon mal mindestens Star Rider, oder? Sie ist Lifetime. Ja. Lifetime. Du bist Lifetime, das heißt, du hast Minimum 60 Euro reingesteckt. Ja. Ja, es ist, oder Lena. Minimum. Ich habe noch mehr reingesteckt. Ich habe hier am Anfang mir immer, als ich Doro Olli kennengelernt, bevor das gespielt habe ich ja am Anfang immer nur so ein Monat-Ding geholt. Bis dann der Lifetime kam. Vielen Dank, Laia. Wenn ich es richtig ausspreche übrigens. Du wirst auch sicherlich gleich hier im Chat angezeigt. Wir gucken uns jetzt mal ganz kurz die Bilder an. Ich hoffe, das funktioniert. Ich mache jetzt mal kurz Discord auf. Weil ich will mal sehen, wie das verbuggt ist bei euch. So, zuerst mache ich einmal Discord auf. Olli? Ja? Hast du die Quip-Dings-App auch? Geht jetzt gerade los. Ich habe gestern bei der ersten Runde mich schon rausgeflogen. In 14 Minuten geht's los. 5000 Euro. Wieso so spät erst? Um 20.15 Uhr profitiere. Jetzt Galileo einschalten. Irgendwas Spezial Galileo. Keine Ahnung. Geht echt um 20.15 Uhr jedenfalls los. Übrigens, mein Rechner sagt gerade, ich mache gar nichts mehr. Der arbeitet gerade ein bisschen in Zeitlupe. Ich bekomme auch keinen Discord, der ist geöffnet, warum auch immer. Die komplette Taskleiste ist unten eingefroren. Ja, nicht nur die Taskleiste, auch der Bildschirm, also dein Bild ist eingefroren. Ja, nee, also auf jeden Fall bekomme ich es jetzt leider nicht hin. Jetzt macht er alles auf einmal auf. Das ist meistens so, gerade wenn du was minimierst oder wieder zurückgehst. Ja, jetzt hat er gerade alles. So, hier habe ich ein Foto gefunden. Ja, da sieht man es auch tatsächlich. Ich versuche mal kurz den Bildschirm zu wechseln. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so, wie ich es mir vorstelle. Natürlich funktioniert es nicht. Wieso geht manchmal die Bildschirmaufnahme nicht und manchmal geht sie? Ist doch auch seltsam, oder? Klingt nach Überlastung. Nee, mit OBS ist das Problem schon immer so. Ach so. Dass es sehr oft nicht funktioniert. Aber ich versuch mal. Selbst Spotify hat sich gerade aufgehangen, sehe ich gerade. Okay. So, jetzt sieht man gar nichts mehr. Irgendwie ist heute alles kaputt. So, hier haben wir schon was. Tada! Da ist das Foto. Denk dran, Zeitverzögerung. Ja, aber jetzt sieht man das ja theoretisch. So, und da sieht man auch tatsächlich, ja, alles in eins. So, und dann hat hier gerade... Ich habe einen schwarzen Bildschirm. Ja. So, ich mache jetzt mal kurz noch WhatsApp auf. Weil Tandy hat ja auch was geschickt, sagst du zumindest. Mhm. Aber Tandy packt ja automatisch noch die ganzen anderen Bilder von Tandy, obwohl die sind alle harmlos. Gut, dann kann man das mal kurz rüberpacken. So.
Und hier sehen wir das von Tanja auch ein bisschen verbuggt. Oh, okay. Jetzt wird versehentlich Tanjas Handynummer von WhatsApp eingeblendet. Ich hoffe, das ist kein Problem für dich, Tanja. Weil. Ja, da sieht man es schon. Eindeutig. Aber du hast immer einen Eimer bei dir, sagen wir es mal so. Ne? Ja, ja. Hat ja auch wieder Vorteile. Natürlich. Wer hat schon einen Eimer dabei? So, der Stream zeigt mir gerade an, schwache Videoausgabe. YouTube empfängt nicht genügend Videodaten, um eine flüssige Streaming... Das ist alles doof. Das seht ihr jetzt hier auch gerade. Keine Ahnung, mich abgespeichert unter Tanja. Ja. Alles klar. Okay. Ich hoffe, die Video... also, ich hoffe, es laggt nicht so sehr bei euch. Ich weiß nicht, woran es gerade liegt. Olli, dein Ernst? Was denn? Ich hab Tanja genauso eingespeichert wie du. sogar die A's. Uff, nenner genau. Uno, also es ist Rabatt im Moment 5,90 Franken. Eigentlich ist es 11,50. Ja gut, dann ist es aber nicht viel teurer, ne, als bei uns. Seht ihr den Stream eigentlich noch einigermaßen flüssig? Weil bei mir zeigt er an, dass wir im roten Bereich sind. Jetzt lief alles flüssig, jetzt haben wir ein schwarzes Bild. Ah, jetzt zeigt er wieder grünen Bereich an. Jetzt ist er wieder auf grün gewechselt. Und jetzt ist er wieder auf rot, schwache Videoausgabe. Ich glaube, es leckt gerade bei euch, oder? Also im Spiel nicht und im Stream ist es immer verzögert, das weiß ich ja. Mit schwarzem Bild kann ich halt echt sagen. Wieso schwarzem Bild? Ich bin da schon lange wieder raus. Jetzt habe ich wieder Bild. LOL. Leckt es bei euch? Sagt, gib mal bitte mal Feedback. Bei mir leckt es nicht. Außer, dass du jetzt gegen die Wand gerast bist. Also bei mir steht wirklich schwache Videoausgabe, ne? Alles im roten Bereich. Ich habe deshalb eine Übertragungsrate von... Obwohl, das muss YouTube sein. OBS hat volle Leistung und YouTube zeigt nur schwach an. Das heißt, YouTube empfängt nicht alles, was es empfangen soll. So, ich mache jetzt noch einmal hier dieses Rennen. Du bist jetzt in der Reithalle, ne? Ne, da bin ich jetzt schon wieder raus. Ach so. Ich bin und jetzt dann? Hier kurz bei der Kürbisfarm hier. Ja, das kannst du schön brav alleine machen, dann mache ich jetzt die Reithalle. Ja, dann mach das und anschließend lasse ich mich hier vom Transporter abholen und mach noch in Dundle das. Ja. Okay. Und dann war es das auch sogar tatsächlich schon. Weißt du, wie doof das jetzt gerade ist, dann das hier zu machen? Weil das Pferd zu schnell ist, ne? Kommt man gar nicht mehr so gut über die gewissen Punkte rüber. Deswegen, also ich mag die Kürbisfarm nicht mit ihren Rennen. Mag die nicht. Obwohl ich sagen muss, dass ich Kürbisfarm lieber mag als Fürkwurf. Ja, beziehungsweise das Rennen in Dundle. Ich glaube, an die Rennen in Dumdum, wie ich es lieber nenne. Muss man sich einfach nur noch ein bisschen besser gewöhnen. Dann fluppt das, aber... Ja, aber so ist es ja auch hier bei... Ja. bei Jaspers Kürbisfarm, finde ich. Ich finde die Kurven da einfach zu eng. Man muss so zu oft abbremsen, um dann rumzukommen irgendwo und keine Ahnung. Anni schreibt, YouTube hat im Moment Probleme, glaub, wegen Artikel 13. Ich habe heute von sämtlichen... also von sämtlichen Anbietern, wo ich angemeldet bin, ja, Nachrichten bekommen wegen zum Thema Artikel 13. Ich bin sogar bei so einem Chat angemeldet, ja, selbst da habe ich eine Nachricht bekommen, dass man jetzt noch schnell handeln soll.
So langsam werden alle nervös, ne, was das angeht. Ja. So. Machst du noch die Rennen? Ja, ich bin gerade beim zweiten. Ich warte in Dendel auf dich, ja? Okidoki. Also direkt da beim Transporter. Dann schüre ich da noch ein bisschen rum. Du kannst dich ruhig mit dem Transporter nach Dendel bringen lassen, tun. Dann mache ich das nämlich auch. Ja, ja, meine ich ja, wenn du so fertig bist mit deiner Rennen. Ja. Du sollst ja nicht hetzen und so. So, wann geht die Cash-Show los? Ah, hier, 5000 Euro, hier ist es schon. Spielst du das schon wieder? Ah, die Cash-Show gibt's ja nicht mehr, die sind ja weg. Ah. Aber es gibt jetzt eine neue Firma und so. Okay. Und die machen das genauso, oder was? Ja, es ist genau das gleiche, bloß eine andere App. Das ist irgendeine App von Pro7, Sat1 und so weiter. Die machen es genau das gleiche. Und da kommt gleich Galileo um 20.15 Uhr. Okay. 4 Minuten und 20 Sekunden noch. Obwohl, da gewinne ich eh wieder nichts. Muss ich jetzt gar nicht drauf machen. Da es ein Galileo-Special ist, vermute ich mal, dass da Fragen kommen von der heutigen Galileo-Show. Und weil ich da nicht weil ich die nicht geschaut habe, habe ich eh keine Chance. Okay. Und ich mag übrigens Franzi nicht, wollte ich das mal kurz gesagt haben. Franzi ist einfach nur eine blöde Kuh. Genau, deswegen heißt dein Minecraft-Server ja auch so. Aha, ich bin halt so eine blöde Kuh, dann gehe ich halt offline. Ich muss die dort noch umbenennen. Na Franzi, wie kann es sein, dass du mir so ein scheiß Video schickst, ja, von der Pizza? Oh, Olli, du armer Junge. Ja, ich habe ihm ein Video geschickt, wie ich die Pizza aufnehme und dann noch ein Pizza-Stück abbreche und dann kommst du so schön der Käse aus dem Rand raus. Das hast du nicht wirklich als Video verschickt. Ja. Oh, das ist ja echt fies. Okay. Und ich mampfe hier gerade nebenbei so einen Fertig-Gurkensalat-Gedöns. Yep. Aber der schmeckt absolut nicht nach Pizza. Ich hab Schinken, Salami und Mozzarella, Käse drauf auf der Pizza und halt Käse im Rand. Und das konnte ich nur holen aus dem Grund, weil ich ihr geholfen habe. Hashtag Olli ist der Beste. Nein, das habe ich nur geholt, weil heute ein besonderer Tag und so. Ach ja, übrigens, heute ist ein ganz besonderer Tag, ja. Weil, Franz, möchtest du das erzählen? Bei mir ist schon wieder das Blumenbrot. Okay, sie möchte es nicht sehen. Hallo? Hallo? Die Gruppenannahme dauert wieder ein bisschen. Ich bin wieder da. Wehe, wo bist du denn? Ich sehe dich nicht im Spiel. So, dann düst du mal rüber, wa? Ah, ich will mit dir zusammen losreiten. Ich warte noch auf dich. Kannst du mal bitte bei mir stehen bleiben, dann, wenn du bei mir bist? So. Ups, Moment. So. Mal sehen, was schneller ist, ne? So, auf die Plätze. Fertig. Los, Ziel ist Alonso. Tschüss. Ah, scheiße. Du kommst doch schon wieder ein bisschen dichter, ne? Dichter? Ich hab dich am Start abrasiert. Hast du? Bei mir bist du noch hinter... Du bist schneller! Jetzt bist du neben mir. Jetzt bist du genau hinter mir. Jetzt bist du genau neben mir. Und jetzt. Aber fällt dir was auf? Du hast mich jetzt gerade überholt, ja? Aber. Das geht jetzt gar nicht. Das geht jetzt aber nicht mehr so schnell wie früher, ne? Du brauchst jetzt schon etwas länger. Ich bin noch genau hinter dir, übrigens. Also bei mir bist du meilenweit hinter mir, aber ist okay. Ich stehe jetzt genau neben dir. So. Erstes Rennen. Orientierungsritt! Olli, ich glaube, ich gehe wieder. Will jemand anderes gucken? Was? Was? Wer? Wie jetzt? Wem willst du denn gucken? 3, 2, 1. Ja, genau. Warum ist das so unfair? Ich find's auch unfair, dass das, dass dir lieber Anni lieber was anderes schaut.
Obwohl ich natürlich, kann's schon verstehen. Das finde ich auch unfair, aber warum ist in unserem Mathebuch Kuchen? Was hat das in Mathe? Seid ihr jetzt schon an der Szene angekommen, wo ein Kuchen plus ein Kuchen ist zwei Kuchen? Ey! Nein. Das ist fies. Ich bin fünfte Klasse. Olli, hast du Quip auf? Nee. 4, 3, 2. Ja, ich mach da nicht mit, ich bin live, das ist ein bisschen doof. Ja, und? Soll ich die Antworten sagen? 31.000 Zuschauer. Ich kacke. Ja, ist Galileo, ne? Ja. Alter, ist der Typ rot. So, Tanja, 3, 2, 1. Ich bin noch nicht mal vom Orientierungsritt zurück, aber es passt schon. Ja, du holst mich eh wieder ein. Das kann gar nicht sein. Ich glaube, jetzt ist das zweite Hütchen oder wie man die nennen soll. Meine waren alle auf einen Fleck, deswegen ging es bei mir so schnell, ne? Toll. Bitte drehen Sie sich jetzt um. Und bitte drehen Sie sich jetzt nochmal um. Ich weiß nicht, ob Sie es schon wussten, aber bitte drehen Sie sich mal um. Zack, alle drei gefunden. Ja, ja. Ja, mal muss ich auch Glück haben. Übrigens, wer hat gestern eigentlich alles an Mays Geburtstag gedacht? May hatte gestern Geburtstag. Ich mach das gerne nochmal. Ja, obwohl, das schaffe ich noch. Oh nein, alle haben es vergessen. Außer Olli. Ach, der Typ von Galileo ist mit dabei. Mist. Ist sie jetzt 17 oder 18? 17. Erfolg freigeschaltet. Yay! Wisst ihr, wann ich sie gestern gratuliert habe? Nein. Gestern Abend um 10 vor 12. Nee, ernsthaft? Ja, mir ist noch eingefallen, irgendwas war heute, aber ich wusste nicht mal was. Und dann habe ich aber nochmal so nachgeguckt, weißt du, und dann... Ach, scheiße! Aber ich habe es doch geschafft, ich war noch an dem Tag drin. Also, ne, ich habe noch am richtigen Tag gratuliert. Ah, die labern und labern. Ja, dann fange ich jetzt auch mal an mit Warum dem komischen ist mir Rennen. Manchmal so langweilig. Hier ist langweilig, komm in SSO und dann. Dann wird mir nur noch langweiliger, glaub mir. Warum ist das SSO? Wir machen ganz wichtige Sachen hier. In SSO durchgehend nur 10 FPS. Okay, das wäre doof. Das ist ätzend. Ja, ich glaube, das liegt heute auch tatsächlich ein bisschen dran. Weil noch sehr viele Spieler online da sind. Online sind. Ist Obwohl, nicht nur heute so. Ja, Server 4 ist generell eigentlich immer so, ne? Olli? Ja? Nur für Deutschland gibt's 5000, für Österreich nur 1000. Geil. Das ist aber ungerechtfertigt. Scheiße, wo ist die Karlsbrücke? In Karlsruhe. Oder in Karlsberg. Oder... Nein. Da war irgendwie deutsche Stadt und zwei andere Budapest. Nee, ich bin schon raus. Siehst du? Die Karlsbrücke liegt in Prag. Sag ich doch. Ist Ach, doch. Du hast Karl gesagt. Ne, ich habe Karlsruhe gesagt. Karlsruhe liegt in Prag. Manchmal. Also. Also zumindest dichter dran als Berlin an Prag. Ja, nee, ja. Aber du hast es versucht. Ich finde auch, die Fragen sind dort viel schwerer als bei Chris. Bei der Cash-Show. Ja, ich finde es ja geil, dass es schwerer ist, aber wenn dann sowas kommt, wo liegt die Karlsbrücke, wovon ich noch nie was gehört habe, ja, da hat man sowieso schon verkackt. Aber du hast doch 10 Sekunden Zeit, nicht nur 5 wie bei der Cash-Show. Das heißt, wenn du schnell genug bist, ja, kannst du es googeln.
Da gibst du einfach nur Karlsbrücke ein und hast eventuell sofort den Ort. Ja, theoretisch ist es schon Marokkaner, aber irgendwie ist es halt ein Betrug. Ja, eigentlich nicht. Weil du musst es ja in einer bestimmten Zeit machen. So, Orientierungsritt. Wie geht denn das nochmal? Orientierungsritt? Hast du den nicht zuerst gemacht? Nee, ich hab dir irgendwas angenommen, aber ich kann jetzt gar nichts abgeben. Lol. War ich jetzt... Orientierungsritt, eine grundlegende Fähigkeit für Ranger, abgeschlossen. Ich kann das durchgehend abschließen, ich kann immer wieder raufdrücken, ich schließe es immer wieder ab. Gronkh, ich schaue seine Videos seit 2011. Ich schaue Gronkh seine Videos, da warst du noch nicht mal auf der Welt. Boah, das ist jetzt auch böse, oder? Keine Ahnung. So, also ich habe alle gern durch. Ich habe zwei gemacht. Keine Ahnung. Ich guck mal ganz kurz. Südliches Nebelfallrennen, Waldrennen. Hast du das auch schon gemacht? Ja, ich bin alle durch. Okay, ich mach das letzte jetzt noch. Soll ich dir danach noch die letzte Spinne zeigen, die du am vergangenen Stream nicht mehr geholt hast? Gerne, und du kannst mir sagen, wo die Bobcats sind. Bobcats? Ja. Die sind im Moorland. Aha. Ups. Weißt du warum? Ich bin bei den Bobcats nur auf beliebt. Vom Ruf ist doch gut. Ist das nicht das Höchste? Aber ich habe nur 5.755 Punkte von 6.000. Im Ernst? Ja. Lol. Was sind denn das da? Also Rennen sind es wahrscheinlich nicht. Es muss irgendwas anderes in Moorland sein, was man ein, da macht. Ein Rennen ist das. Doch, ja, es ist ein... Das ist das eine Rennen, was im Nachhinein gekommen ist. Ah, das mache ich doch regelmäßig. Warum bin ich da erst 5.000? Weil Tanja sich jeden Tag einloggt und Olli ein bis zweimal die Woche. Bei dem glaube ich erst freundlich. Aber dauert nicht mehr lange. Übrigens, die nächste Stufe ist bewundert. Ab 6.000. Ja. Komm, Fury. Die Prüfgold. Ist es erst So, dann lass uns am besten. Sind wir jetzt echt nur für die Rennen hier hingekommen? Okay. Na, Rennen sind doch mal das Wichtigste, oder? Ja. Sollen wir mit dem Hänger jetzt nach Walledalle? Können wir gerne machen. Da kann ich auch gleich noch im Walledalle kurz das Rennen machen. Genau. Weil mein Pferd ist mich schon fast Level 14. Habt ihr eigentlich weitergemacht mit dem Spinnen? Nein. Haben wir nicht. Aber wir haben uns jetzt überlegt, wir wollen uns mal ein bisschen informieren, wo die alle sind. Damit das ein bisschen zügiger vonstatten geht, wenn Stream und so. Lena fragen. Ich glaube, Lena hat schon alle. Ich wusste es doch. Gronkh hat seinen Kanal 2006 aufgemacht. Und 2004 ist Andi geboren. Das heißt, Andi war gerade mal 2 Jahre alt, ja. Wo Gronkh schon mit YouTube angefangen hat. Und was ich auch total krass fand, ja, da wo ich geboren bin, also da wo ich Kind war, ja. Da gab es noch nicht mal wirklich Internet. Da hat kaum jemand Internet genutzt. Ja, da YouTube hat man mal was von gehört, aber man hat es nicht genutzt, weil teuer. Wenn man das mit Datenvolumen nutzt. Ja, also. Es hat sich so viel getan, ne? Wenn ich bedenke, wie ich mein erstes Handy gekriegt habe, was Internetfunktion hat, das hatte kein WLAN-Funktion, sondern nur Internet. Das hat jetzt angemacht, ich konnte das erste Mal ins Internet gehen. Ich habe mein ganzes Guthaben verfrachtet und meine Eltern waren so stocksauer damals. Also das war geil. Ich weiß noch, oh scheiße, ich bin auf den Internetknopf draufgekommen. Handy am besten erstmal Akku rausmachen. Ja, weil ja, das hat doch Ewigkeiten geladen und bis das fertig geladen hat, hast du schon 3 Euro weniger gehabt. Ja. Machen wir erst das Rennen, wa? Okay. Das waren noch Seiten, ne? Ja, und wenn man dann heute dann so 2-1 und so davon erzählt, ja, was waren du? Ja, ich kenne das gar nicht mehr. Anni, hast du mal eine Nachricht auf ein Tastentelefon geschrieben? Oder bist du schon komplett mit Smartphone aufgewachsen, dass du denn da immer direkt schon geschrieben hast?
Würde mich das auch mal interessieren. Mann, wo ich geboren wurde, gab's noch keine Handys, da gab's noch Telefone mit Wahlscheibe. Ja. Eine Funktion vermisse ich, ne? Was ich damals auf meinem allerersten, wie oft, das war mein zweites Telefon, das war so ein blaues Philips, ein ganz großes mit fetter Antenne. Mhm. Da gab es nämlich so ein Horoskop, der schon mit drauf war. Da konnte ich jeden Tag mein Horoskop abfragen. Da hat er mir angezeigt, wie viel Herzbalken ich habe und weiß ich was alles, ne? Okay. Das fand ich richtig cool, ja. Und das. Oder hier bei den ersten Nokia-Handys, die Standard-Snake-Varianten und so weiter. Ja, was ist jetzt passiert? Spiele. Ich hatte mal ein Handy, ich weiß nicht, was das war, ich glaube, Nokia. Du gabst, also musstest du mit einem Mensch, oder gesagt, mit einer Figur, durch ein Labyrinth gehen. Und du konntest die Karte nur sehen, indem du halt das erkundest die ganze Zeit. Du musst halt den Ausgang finden. Das habe ich geliebt bei dem Handy, aber es hat so viel Akku gezogen. Hm. Es geht doch nichts über Snake. Ja. Die alte Version von Snake. Ah, Gott, haben wir das gesuchtet. Generell so alte Spiele, Doodle Jump oder sowas, ist ja schon uralt. Was für ein Gerät? Doodle Jump. Ja, aber Doodle Jump, das ist aber schon mehr modern, das war schon so Smartphone-mäßig, weißt du? Ja, die erste Touchscreens, glaub. So. Ja. Aber das ist aber schon ältere Spiele. Das kennt eigentlich ja schon eine alte Generation, sag ich mal. Ja, Anfangszeiten von Smartphone, die ersten Spiele, die auf dem Smartphone so waren. Ja. Ey, es miaut hier beim Raiderin. Ja, ja, klar. Das ist ja immer noch an der gewissen Stelle. Die ich aber nie finde. Die ich nie finde, wenn. Warum werde ich mal zurückgesetzt? Ich bin zu schnell, glaube ich. Disconnected from your channel. Keine Ahnung. Ups. Ups. Nee, ich glaube, ich bin zu schnell dafür das Rennen, dass ich automatisch zurückwackel. Ich bin zu schnell für SSO. Nee, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ich hab's vergessen. Alte Spiele. Ja, ich hab trotzdem vergessen, was ich sagen wollte. Okay. Ey, ist das schon Alzheimer oder so bei mir? Immer wenn ich irgendwas nicht sofort sagen kann, ne? Wenn es irgendwas ist, was ich halt sagen möchte. Und ich lasse irgendjemand anderen ausreden, danach ist es bei mir immer weg. Das ist immer so. Willkommen im Club. Ja, aber ist das schon Alzheimer oder so? Weil das ist ja wirklich schon schlimm, oder? Aber das ist immer so. Es ist nicht mal so, dass es mal passiert. Nee, das ist immer so. Weißt du, ich meine? Mhm. Das macht mir da schon ein bisschen Sorgen, ne? Ja, das ist einfach so, du hast die Idee gehabt, dass du sagst, auf Höflichkeit lässt du bei jemand anders aus, und bist der ausgeredet hast, wie ich halt irgendwie was du sagen wolltest. Ja, aber ich versuche mir dann extra beabsichtigt, so stark wie möglich versuche ich mir das zu merken, dass ich es nicht vergesse. Und ich vergesse es trotzdem. Ich müsste es mir aufschreiben, dass ich es nicht vergesse. Und wenn es weg ist, ist es auch weg, ne? Mir fällt es auch danach nicht mehr ein. Vielleicht hast du auch schon Alzheimer. Lena schreibt, hallo, habe jetzt alle Stimmen. Tanja, was habe ich gesagt? Mhm. Lena, genau das habe ich gerade schon gesagt. Komm, ich zeig dir die letzte. Und, komm her. Und schön, dass du in die Vergangenheit gereist bist, Lena. Wir haben es jetzt, ich guck mal kurz nach. 0.46 Uhr, weil wir haben ja schon um 23 Uhr angefangen zu streamen, am 26.02. Ja, und ich bin gleich im Bett. Ja, ich auch. Nach dem Stern locken wir uns aus. Das heißt, Lena, du bist leider... Leila, du hast ja gesagt, du hast uns schon abonniert, ne? Hast du dein Profil privat gesetzt? Oder bist du auf öffentlich? Weil normalerweise wirst du denn tatsächlich hier ganz groß angezeigt und so. Okay, groß ist übertrieben, aber du wirst zumindest angezeigt. Und wir sind dann pünktlich, ja, wenn ich jetzt gleich die Spinne habe, dann ist es genau 20.30 Uhr da, wo wir aufhören wollten. Dann haben wir genau 2 Stunden gestreamt. Ich bin noch da. Okay. Ich habe es gerade wieder ein bisschen scheiße gebaut. Wo reiten wir eigentlich hin? Ich dachte, das ist ein Veldel. Hm. Hier bitte abbiegen. So. Da muss die sitzen. Ah, da ist sie. Jo. Ah, die ist immer richtig leicht zu finden, oder? Ja. Ja. Vielen Dank. Für die Blumen.
habe noch gar keine Spinne. Ich kann dir mal kurz zeigen, wie viele Spinnen wir haben. 36 von 100. Also ein paar fehlen uns noch. Also noch ein paar mehr. Ah, du kannst ja mal mit uns zusammen mitmachen, ne? Weil du siehst ja, auf welchem Server wir sind. Und ja, vielleicht hast du ja dann Lust. 2010, boom, da war ich nicht zwei, da warst du ein Jahr alt. Noch jünger. Olli, hab in 3 Monate Geburtstag. Ja, ich weiß. Und ich weiß sogar, dass du dann ein Jahr älter wirst. Und ich kenne noch die Aufklapp-Handys. Die davor kennst du nicht mehr, also hast du mit Aufklapp-Handys begonnen. Das war, glaube ich, hauptsächlich Nokia, sag ich schon. Motorola war es, glaube ich, ne? Motorola Razr oder so hießen die. Keine Ahnung. Die beliebtesten irgendwie in dem Falle. Ich weiß noch, das Alcatel One Touch Easy, das war ja auch mal ein Renner. Ja, richtig. Ah, das ist dann wirklich schon wieder sehr neu. Ja. Schon fast. Aber ich würde sagen, das war's dann jetzt mit. Oh, jetzt kommen gerade die ganzen Zuschauer rein. Jetzt haben wir schon 7 Zuschauer, ne? Ist immer so. Sorry, dass ihr genau jetzt kommt, aber dann weiß ich schon mal fürs nächste Mal Bescheid, dass es auch Sinn macht, noch um 20 Uhr ein Stream mit SSO zu beginnen. Weil ihr scheint ja tatsächlich um diese Uhrzeit auch noch wach zu sein. Das heißt, dann machen wir den nächsten einfach mal testweise. Okay, Sonntag ist, glaube ich, mal ungünstig. Wir fangen Sonntag um 19.30 Uhr an bis 21 Uhr oder so. Mal gucken. Und Tanja applaudiert. Wir müssen jetzt Schluss machen. Tanja muss ins Bett. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Denkt dran, morgen um 17 Uhr kommt Uno, falls ihr Lust und Laune habt, als Video. Und ansonsten sehen wir uns wieder am Samstagabend, weil ich denke mal, dann kommt, gehe ich zumindest fest von aus, dass dann eine Runde ETS kommt. Das ist schön. Also, schönen Abend euch. Bis dann. Danke für eure Abos, eure Likes, eure Anwesenheit und bis zum nächsten Mal. Und Dislikes. Ich habe keine Dislikes, das habe ich nie. Tschüss.